Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Österreichweit ist die FPÖ in allen Umfragen vorne. 30% für Herbert Kickl, manchmal 29%, aber konstant. Auch in der Steiermark liegen die Blauen ganz im Spitzenfeld. Sie mischen kräftig mit. Jetzt hat die steirische FPÖ ihre Herbstkampagne präsentiert. Im Hinblick auf die drei Wahlen 2024 will man auch in der Landeshauptstadt Graz wieder Fuß fassen. Da ist man ja nur mehr mit einem Stadtrat vertreten. Gelingen soll das unter anderem mit den drei A's: Autos, Asylanten, Ausländer. Mein Name ist Karl Wendel. Ich spreche jetzt mit Mario Kunersek, Chef der FPÖ in der Steiermark. Herr Kunersek, ja, spannende Wahlen stehen an. Ihr habt den Wahlkampf jetzt schon begonnen. Was ist Ihr Ziel für 2024 für die Steiermark? Ja, zunächst einmal danke für die Einladung und die Möglichkeit, wieder einmal in Wien zu sein. Als Steirer fühle ich mich trotzdem sehr wohl hier in der Bundeshauptstadt. Habe ich einige Zeit auch verbringen dürfen als Minister und auch als Abgeordneter. Aber ja, jetzt ist die Steiermark an der Reihe. Nächstes Jahr drei große Wahlen, die anstehen. Wir haben die Wahl zur Europäischen Union im Juni, wo wir in der Steiermark auch in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse gehabt haben. Wir haben die Nationalratswahl zu schlagen, wie alle anderen Bundesländer auch klarerweise. Und ja, wir haben dann auch die Landtagswahl auch vor uns, spätestens im November im nächsten Jahr. Und da haben wir zum ersten Mal auch eine Situation in der Steiermark, wo wir vielleicht auch wirklich Erster werden können. Wir haben schon einmal ein sehr gutes Ergebnis gehabt, 2015 mit 27%, muss man sich auch immer auch in Erinnerung rufen, 29 SPÖ, 28 ÖVP, 27 die Freiheitliche Partei. Aber es war damals ein Überraschungserfolg. Wir haben mit 20% plus gerechnet. Nächstes Jahr ist das Match eröffnet. Wir haben im Moment, wenn die Umfragen stimmen, drei gleich starke Parteien, rund um die 24%. Also ja, der Anspruch muss auch sein, in der Steiermark Erster zu werden und den Landeshauptmann zu stellen. Und mit diesem Anspruch gehen wir auch in die Wahlauseinandersetzung im nächsten Jahr. Da wird aber die ÖVP in der Steiermark natürlich ein gehöriges Wörtchen mitreden. Aber reden wir zuerst einmal über die Stadt Graz. Graz war ja vor nicht allzu langer Zeit Europa, wenn nicht gar weltweit, in allen Schlagzeilen erste kommunistische Bürgermeisterin in einer wirklich großen Stadt. Ja, was wollen Sie in Graz erreichen? Wie wollen Sie zum Beispiel die LKK dort aushebeln und was könnte da passieren? Ja, Graz ist ein sehr besonderes Pflaster. Ich möchte daran erinnern, wir haben schon einmal einen freiheitlichen Bürgermeister auch gehabt mit Alexander Götz, schon einige Jahre her wohlgemerkt. Es hat rote Bürgermeister gegeben, es hat schwarze Bürgermeister gegeben und jetzt gibt es eine dunkelrote Bürgermeisterin, die natürlich auch in dieser Koalition zwischen KPÖ, Grünen und SPÖ die Graz, also Graz aus unserer Sicht nicht positiv verändert. Wir erleben über viele Bereiche Verkehrschaos, nicht nur durch die Klimakleber, die sich regelmäßig auch immer ankleben, wie auch in anderen Städten in Österreich, sondern durch einen sehr massiven Umbau auch der Verkehrssituation. Also das Radfahren ist oberstes Gebot, das Auto will man verdrängen. Die Frau Bürgermeisterin schaut hier zu, da haben die Grünen freie Hand sozusagen und da sind wir Freiheitliche die einzige Partei, die schon auch darauf hinweisen, dass es natürlich Graz auch mit Autos geben muss und braucht für die Wirtschaft, für die Innenstadt, aber natürlich auch für die Pendler. Deshalb das erste A, das Sie angesprochen haben, ist eben auch der Autofahrer und das Auto, wo wir als einzige Partei auch als Autofahrerpartei wahrgenommen werden. Und deshalb für uns ist das Thema auch ganz oben auf der Tagesordnung steht. Ja, das heißt, aus Ihrer Sicht der Dinge hat die LKK in Graz komplett versagt, oder? Das kann man noch nicht bewerten, solange ist die Wahl noch nicht zurück. Aber eines kann man sagen, im Bereich der Verkehrspolitik hat sie versagt, weil sie hier nicht regulativ eingreift. Es gibt hier massive auch Wünsche der Wirtschaft, der Innenstadtwirtschaft, die sagen, diese ganzen Radwege, diese ganzen, auch das Verbannen des Autos, immer weniger Parkplätze sind schlecht für die Wirtschaft. Wir haben eine Situation, wo eben die Grünen hier freie Hand haben und sie nicht eingreift. Das heißt, ob sie versagt oder nicht, das wird man dann ja sehen, das werden dann die Wahlen zeigen. Aber eines ist schon auch klar und auch sichtbar, sie führt nicht diese Koalition, sie ist sehr unauffällig, sie agiert hier mehr oder weniger unter der Wahrnehmung, unter dem Radar. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Grünen hier eigentlich das Kommando übernommen haben. Wir haben ja auch eine sehr spezielle Situation, nämlich eine Koalition aus Dunkelrot-Grün mit roter Unterstützung der SPÖ. Sie haben aber keinen Stadtrat bekommen. Also eine sehr fragile Situation, wo ich das Gefühl habe, dass immer mehr auch Grün hier dominiert.
und die Frau Vizebürgermeisterin von den Grünen hier auch das Ruder in der Hand hält. Das heißt, von einem Bürgermeister erwarte ich mir in Graz, dass er hier auch eingreift. Das tut die Frau Bürgermeister K. nicht. Und ob das dann Richtung Wahl auch danach sichtbarer wird, auch diese Schwächen, die sie an den Tag legt, das wird sich dann nächstes Jahr auch weisen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Graz eine freiheitliche Handschrift braucht, wie auch in anderen Städten in der Steiermark, wo wir sehr gute Ergebnisse haben. Aber noch einmal zurückzukommen, Graz ist sehr speziell für alle Parteien, schwierig auch entsprechend zu beurteilen. Wir werden unser Bestes geben, als Gegengewicht auch zu dieser Koalition aufzutreten. Ja, aber wenn Sie Graz nicht holen, werden Sie wahrscheinlich auch bei der Landtagswahl. Wann wird die überhaupt stattfinden? Ja, die wird sein spätestens im November. Es gibt ja Gerüchte, dass man sie vorziehen möchte, also Richtung Frühjahr nächstes Jahr. Aber das gilt für alle Parteien. Das heißt, die SPÖ, die ÖVP und auch wir haben die große Herausforderung, Graz entsprechend mit politischen Themen zu besetzen. Da habe ich, aber natürlich als freiheitlicher Partei, hat man schon auch das Gefühl, dass wir hier authentisch sind, dass wir hier auch in anderen Fragen der Sicherheit, der Kriminalität, auch ja, auch des Zuzugs, der Massenmigration in Graz natürlich auch ganz klar der Schmied und nicht der Schmiedl sind. Also dieses Match sozusagen, dieser Dreikampf dieser drei Parteien wird sich über weite Strecken in Graz abspielen, das stimmt. Also 24 steht es momentan in den Umfragen in der Steiermark. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Der Landeshauptmann ist noch nicht so bekannt österreichweit wie eben sein Vorgänger. Was ist Ihr Ziel und vor allem, was sind Ihre Angriffspunkte gegen den jetzigen Landeshauptmann? Ja, der jetzige Landeshauptmann hat ja übernommen vom Vorgänger Hermann Schützenhöfer. Der war 40 Jahre oder mehr in der Politik, den hat man halt auch gekannt, ganz klar, er war ein Profi. Und der jetzige Landeshauptmann Drechsler hätte die Möglichkeit gehabt, im letzten Jahr, wie er übernommen hat, auch frischen Schwung hineinzubringen. Und das hat aus meiner Sicht nicht getan. Mit frischem Schwung meine ich nicht nur Steiermark-Themen entsprechend zu platzieren und natürlich auch dafür einzutreten, dass der Wirtschaftsstandort funktioniert, dass die Steiermark ein wunderbares, schönes Bundesland ist, das wissen ja auch alle anderen Österreicher, aber auch einmal eine kritische Stimme gegen die Bundesregierung entsprechend auch zu erheben. Auch einmal, wenn es darauf ankommt, auch mit dem Innenminister, mit dem Kanzler, also mit seinen Parteikollegen auch einmal Tacheles zu reden, wenn es darum geht, steirische Interessen zu vertreten. Das habe ich vermisst, das ist eigentlich schade. Und das würde sich mit einem freiheitlichen Landeshauptmann durchaus ändern, weil ich der Meinung bin, dass es einen starken Landeshauptmann braucht. In der Geschichte hat die Steiermark oftmals starke Landeshauptmänner gehabt, mit Greiner und so weiter, wo auch immer wieder ganz klar Wünsche nach Wien artikuliert worden sind, ganz gleich, welche Regierungskoalition hier auf Bundesebene war. Das vermisse ich vom Landeshauptmann. Und ja, die Steirer kennen ihn besser, wie vielleicht die Zuseher jetzt österreichweit. Der Herr Landeshauptmann ist auch kein besonders volksnaher Mensch. Und die Steiermark ist ja bekannt für Tradition, Kultur, Kulinarik und vieles mehr. Und da muss man schon auch auf die Leute zugehen. Man muss einmal ein Feuerwehrfest auch besuchen wollen, nicht nur müssen. Und es fehlt mir ein bisschen auch beim jetzigen Landeshauptmann. Und es fehlt nicht nur mir, sondern anscheinend auch den Steirern. Also Sie haben es gerade angesprochen, die steirische Stimme in Wien, die ist ein wenig verstummt, sagen Sie. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern mischt sich der jetzige Landeshauptmann nicht in tagespolitische Themen ein. Trotzdem, es wird viel diskutiert auf Bundesebene über Koalitionen. Die FPÖ ist in drei Bundesländern in einer Koalition. Wie schaut es eigentlich bei euch in der Steiermark aus? Gibt es da Gespräche zwischen SPÖ und FPÖ? Werden da Koalitionen so ausgeschlossen wie zum Beispiel auf Bundesebene? Wie schaut das aus? Nein, das wird es nicht. Man muss überhaupt unterscheiden. Ich habe ja auch einige Jahre Bundespolitik hinter mir und jetzt einige Jahre Landespolitik. In den Bundesländern wird oftmals anders diskutiert und man sieht sich viel öfter und man hat hier auch vielleicht einen anderen Zugang. Aber nein, bei uns ist schon auch ein Unikum. Ja, wir haben eine SPÖ, die uns nicht ausschließt. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn die Wahlergebnisse stimmen, klarerweise, und man dann auch inhaltlich zusammenkommt, dass man hier vielleicht auch eine andere Koalition sicherstellt. Und die ÖVP hat uns in der Steiermark nie ausgeschlossen. Die waren taktisch immer sehr klug. Die haben sich immer alle Möglichkeiten offen gehalten. Die SPÖ hat hier leider immer sehr, ich sage einmal, nicht gut agiert, indem sie uns ausgeschlossen hat und sich damit eigentlich ausgeliefert hat, der Volkspartei, über viele, viele Jahre. Da dürfte jetzt ein anderer Weg eingeschlagen worden sein. Schauen wir, wie es dann nach der Wahl wirklich ausschaut. Wird ja auch interessant werden, ob es überhaupt eine Zweierkoalition geben kann. Bei den jetzigen Umfragen ist es sogar fraglich. Das heißt, man braucht vielleicht sogar einen Dritten dazu. Also da sind noch sehr viele Fragezeichen natürlich auch hier. Aber, und das habe ich immer gesagt, auch in den anderen Landtagswahlkämpfen, ist schon mein Dritter dann, ich schließe auch niemanden aus.
Natürlich mit den Grünen, mit den Kommunisten wird es schwierig, weil man da wenig inhaltliche Ebenen findet. Aber mit der Volkspartei und mit der SPÖ in der Steiermark gibt es immer Gespräche. Wir haben dort und da auch, glaube ich, Themen, die sich überschneiden. Es wird eine spannende Zeit. Ja, aber gerade in Graz, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, müssten Sie auch mit links-links koalieren bzw. Gespräche führen. Wäre ein Schritt FPÖ mit Kommunisten überhaupt denkbar? Na, schwierig wäre es, aber es stehen einmal die Landtagswahlen an, da werden die Kommunisten nicht diese große Rolle spielen wie vielleicht in Graz. Und wir haben ja dann in Graz erst 26 dann die nächste Gemeinderatswahl. Bis dorthin kann sich viel tun. Wir wissen, in der Politik kann sich schlagartig, eigentlich minütlich alles verändern. Haben wir alles erlebt, auch als Freiheitliche. Das heißt, da wird noch viel Wasser die Mur runterrinnen. Aber auf der Landesebene kann ich es mir nicht vorstellen, mit den Grünen oder mit den Kommunisten hier irgendwo zusammenzuarbeiten. Da sind die Themen einfach ganz andere, da sind die Standpunkte ganz andere. Da würde man nicht zusammenkommen. Und eines habe ich auch immer gesagt, es geht mir nicht darum, jetzt da zu regieren, es geht mir darum zu gestalten. Und das kann man ja nur mit einem Partner, wo man dann auch gemeinsame Programme erarbeitet. Das wäre mit Grünen und Kommunisten wahrscheinlich sehr schwierig. Sie kennen auch die bundespolitische Bühne. Sie waren Verteidigungsminister, wenn auch nur relativ kurz, ich glaube 1,5 Jahre. Eines der großen Streitthemen war in den vergangenen Wochen und Monaten Sky Shield, Raketenschutz für Österreich. Jetzt ist das besiegelt. Wir werden uns diesem System anschließen. In Österreich werden, soweit ich informiert bin, auch Raketen stationiert werden. Was sagen Sie dazu? Auf Bundesebene hat ja Herbert Kickl da eine relativ klare Meinung dagegen artikuliert. Na, man kann nur dagegen sein und das aus vielerlei Gründen. Zunächst einmal, wie Sie wissen, Österreich ist ein neutrales Land. Da beginnt einmal sozusagen das erste Problem. Wenn man sich hier in einem NATO-Bündnis befindet, es wird immer so getan, als ob das ein europäisches Projekt wäre. De facto ist es ein NATO-Bündnis, was sich hier gebildet hat und Österreich als neutrales Land sollte hier nicht mittun. Zweiter Punkt, und es verwundert mich schon auch sehr, die Art und Weise der Debatte über dieses Thema. Wir sprechen hier ja auch immerhin von 2 Milliarden Euro, was hier Österreich hier auch mitfinanzieren soll. Die Art und Weise wundert mich deshalb, weil es hier keine Debatte im Parlament gegeben hat, so wie ich das auch höre, die Parlamentarier noch nicht einmal wissen, wie das konkret ausschauen soll. Das heißt, es sind so viele auch Fragezeichen offen, wo ich sage, in meiner Amtszeit wäre das undenkbar gewesen, dass man so vorgeht, dass man Dinge schon vorher unterzeichnet, Absichtserklärungen abgibt, ohne das Parlament zu informieren. Ich weiß nicht, ob der Herr Bundespräsident informiert ist darüber und inwieweit er informiert ist. Also viele, viele Fragezeichen, wo man insgesamt sagen muss, als Österreich braucht man hier nicht mittun. Aber es stimmt, ja, wir haben im Bereich der Luftabwehr große, große Probleme und Mankos über viele Jahrzehnte auch aufgestaut. Aber die 2 Milliarden Euro könnte man auch anders einsetzen und Österreich muss hier nicht mittun. Da bin ich ganz auf Linie auch von Herbert Kickl. Ja, aber dieser Zug scheint abgefahren zu sein oder wird es Aktionen weiterer Natur gegen eben dieses Sky-Shield-Projekt. Also aus meiner Sicht muss hier die Bevölkerung befragt werden. Das ist ein riesengroßes Projekt mit außenpolitischer Dimension in einer sehr aufgeheizten geopolitischen Stimmung. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Also wir wissen hier schon noch, dass es hier um Außenpolitik geht. Nicht nur die militärischen Komponenten sind hier zu beurteilen, sondern auch außenpolitische. Das wissen Sie ja auch als jahrzehntelanger Außenpolitik-Journalist. Da muss man vorsichtig vorgehen. Und da wundert mich auch dieses brachiale Vorgehen der Bundesregierung. Keine Information, kein Parlament, schon gar kein Bürger, der befragt wird, also eine Volksbefragung in dieser wichtigen Frage, wäre aus meiner Sicht schon auch richtig und sinnvoll. Aber noch einmal, dass wir große Probleme im Bereich der militärischen Finanzierung haben, das ist nichts Neues. Das haben wir leider über viele Jahrzehnte auch gehabt und ich habe dann versucht, in der kurzen Zeit, die mir geblieben ist, die eine oder andere Baustelle zu lösen. Aber wenn man über Sicherheit spricht, dann muss man auch über die Sicherheit an den europäischen Grenzen reden. Da werden die Aufgaben, die Hausaufgaben nämlich nicht gemacht. Wenn ich lese, dass in Lampedusa 9.000 Menschen angekommen sind seit Montag, dann heißt das hier, ist Alarmstufe rot. Und da wünsche ich mir von der Europäischen Union ein bisschen mehr, auch schärferes Vorgehen, endlich einmal auch das zu tun, was seit Jahren versprochen wird, dafür zu sorgen, dass die Außengrenzen gesichert werden. Und da wünsche ich mir eine ÖVP, die auch einmal ihre Versprechen lebt, dass ja auch nicht passiert. Also alles das zeigt, dass die Freiheitliche Partei schon auch ein wichtiger Faktor sein muss, um die Sicherheit zu garantieren, nicht nur in der Luft über Sky Shield als Raketenabwehrschirm, sondern auch zu Land, wo wir auch Europa vor dieser Massenmigration auch schützen müssen.
Ja, Sie haben es angesprochen. Also wie gesagt, die drei A's, ja, die Sie ja in Ihrem Wahlkampf in der Steiermark präsentieren. Eines davon ist auch Asyl. Sie haben es angesprochen. In Lampedusa Rekordzahlen. Giorgia Meloni in Italien scheint das Problem nicht so im Griff zu haben, wie sie es im Wahlkampf versprochen hat. Deutschland hat die Grenzen jetzt dicht gemacht. Das wurde angekündigt. Das heißt also, es könnten in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Flüchtlinge auch in Österreich landen, oder? Naja, das ist ja das Problem, was wir seit Jahren bereits sehen. Wir haben 15, 16 diese Rekordsituation gehabt. Alle kennen noch die Bilder aus Spielfeld, aus meiner Heimat in der Steiermark. Aber es hat sich ja dann über viele Jahre mit einer kurzen Ausnahme 17, 18, 19, wo die Zahlen sehr niedrig gewesen sind, auch im letzten Jahr dann wieder Dramatisches abgespielt. Ich möchte daran erinnern, dass wir letztes Jahr über 120.000 Asylanträge gehabt haben. Das war ein absoluter Rekord, mehr als im Rekordjahr 2015, was in etwa 80.000 waren. Und wir haben heuer auch schon wieder bis Juli 30.000 mit einer Situation, dass an den Außengrenzen angesprochen Lampedusa, Italien, natürlich der Druck jetzt auch noch immer größer wird. Das heißt, ich bin davon felsenfest überzeugt, es braucht auf der europäischen Ebene natürlich auch hier ja, Lösungen, die wirklich auch Lösungen sind. Wir haben damals die Ratspräsidentschaft Österreichs unter das Motto gestellt, ein Europa, das schützt, das war unser Programm, aber es braucht auch Nationalstaaten, die bereit sind, über die Pull-Faktoren nachzudenken. Wieso kommen diese Menschen zu uns? Und da sind wir in Österreich ein Zielland Nummer 1 mittlerweile, auch im Verhältnis in Europa. Warum? Weil wir sehr ein ausgeprägtes Sozialsystem haben, weil bei uns natürlich auch die Leistungen entsprechend sind. Und das könnte man schon auf Bundesebene auch lösen, um nachzudenken, warum wollen die eigentlich alle zu uns und nicht in andere Länder der Europäischen Union. Aber wenn man das Problem lösen will, dann muss man natürlich auch schauen, dass die Menschen nicht nach Europa kommen, dass hier auch Asylverfahren in Drittstaaten abgehandelt werden und vieles, vieles mehr. Aber das wird nicht die Aufgabe sein, die der Mario Kunert sich in der Steiermark lösen kann. Da braucht schon auch einen breiten politischen Willen auf Bundesebene, den ich vermisse und vor allen Dingen auch in der Europäischen Union. Aber auch hier hat man ja nächstes Jahr dann die Möglichkeit, bei der Wahl im Juni zum EU-Parlament vielleicht auch hier einen Kurswechsel entsprechend zu erreichen. Und jetzt ohne der große Europapolitiker zu sein, es gibt hier durchaus sehr schlagkräftige Allianzen auch auf der rechten Seite des Spektrums mit starken Partnern wie Viktor Orban in Ungarn, mit Italien und vielen anderen Ländern mehr, wo es vielleicht auch einen Kurswechsel innerhalb der Europäischen Union endlich gibt, der wirklich notwendig ist, um diesen Kontinent auch entsprechend zu schützen und als Heimat auch für uns alle weiterhin zu halten. Ja, das ist die große Frage. Das wird ja seit fast Jahrzehnten darüber diskutiert. Was ist der Schlüssel? Was ist eigentlich mit dem Zaun passiert, den man in Spielfeld damals aufgestellt hat? Sie meinen den Zaun, wo Feynman gesagt hat, das ist ein Dürrl mit zwei Seitenteilen. Ne? Das war angedacht war. Dann schauen Sie, das sind ja alles keine Dauerlösungen, klarerweise. Wir wissen ja auch, 15 war ein Wahnsinnsjahr in diesem Bereich. Das war eine Überforderung auch der Republik insgesamt. Hier waren auch die Behörden im Stich gelassen. Ich kann mich an gute Gespräche erinnern, auch mit Einsatzleitern vor Ort in Spielfeld, die gesagt haben, es war keiner mehr erreichbar. Man hat kein Landeshauptmann mehr erreicht, man hat keinen Innenminister erreicht, keinen Verteidigungsminister erreicht. Also das heißt, das war ein Ausnahmezustand im schlechtesten Sinne. Sowas darf nicht passieren und wie Sie vielleicht wissen, ich habe auch eine militärische Vergangenheit, war nicht nur Minister, sondern auch Soldat und natürlich muss man dann auch entsprechende bauliche Maßnahmen treffen, um hier auch überhaupt die Lage in den Griff zu bekommen. Aber noch einmal, das wird nicht die Lösung an sich sein, sondern die Lösung kann nur sein, ein breiter Werkzeugkoffer. Aber die Pull-Faktoren, die es anscheinend gibt, ja, weil wir wissen ja auch, wohin diese Menschen gehen in erster Linie, die kommen jetzt zu uns. Deutschland ist betroffen, übrigens die skandinavischen Länder wie Schweden zum Beispiel nicht mehr so. Warum? Weil hier auch ein Politikwechsel stattgefunden hat und wenn die Leistungen nach unten gefahren. Das heißt, man sieht genau, wo diese Menschen hin möchten. Klarerweise dorthin, wo die Leistungen, die sie bekommen, am höchsten sind. Und da muss man auch ansetzen. Das, glaube ich, wäre schon einmal ein Punkt, wo man vieles auch entsprechend in den Griff bekommen kann, ohne jetzt große bauliche Maßnahmen an Grenzen zu brauchen. Ja, auf der einen Seite gibt es eben, wie gesagt, die drei großen Themen der FPÖ im Wahlkampf: Klimaterror, Asyl, Teuerung. Aber trotzdem, es gab ja innerhalb der FPÖ in der Steiermark auch Finanzskandale. Da braucht man nicht lange herumreden. Es ging um 1,8 Millionen Euro, die angeblich falsch verwendet wurden oder falsch ausgezahlt wurden. Was ist es, was hat es damit auf sich? Befürchten Sie, dass diese Geschichte im Wahlkampf jetzt wieder aufgekocht werden könnte? Ich bin ja froh, dass Sie das ansprechen, weil hier sehr viel Halb- und Unwahrheiten auch immer wieder transportiert werden.
was ist wirklich passiert? Also was einmal wirklich passiert ist, was man weiß, ist eine Selbstanzeige eines ehemaligen Mitarbeiters, dass er über viele, viele Jahre mehrere hunderttausend Euro aus der Kasse entwendet hat, ja, und das natürlich auch nicht zweckmäßig entsprechend verwendet hat. Das ist einmal Faktum, der hat sich selbst angezeigt. Und dann haben unsere Prüfungen auch ergeben, unsere internen und externen Prüfungen, die wir in unserer Verantwortung auch natürlich gelebt haben, dass es hier noch mehr Unklarheiten gibt. Ja. Und diese Unklarheiten sind des Gerichts anhängig. Hier gibt es Verfahren, die natürlich auch sehr lange dauern. Auch das muss man ansprechen. Diese Causa gibt es jetzt seit Herbst 21 und wir haben jetzt Herbst 23, also 2 Jahre sind es demnächst. Es ist kaum etwas passiert. Also hier dauern Verfahren ewig lange und es ist auch kein großes Geheimnis. Natürlich, wenn man solche Verfahren erlebt und in einen Wahlkampf geht, ist es unangenehm. Aber ich möchte festhalten, wir als FPÖ Steiermark, es hat sich in Graz abgespielt, nicht in der FPÖ Steiermark, sondern in der FPÖ Graz. Wir haben immer kooperiert mit den Behörden. Wir sind froh, auch wenn es hier rasch zu Entscheidungen kommt. Wir sind ja auch Opfer. Klarerweise, das Geld gehört ja der Partei, was hier zweckwidrig auch entsprechend verwendet wurde. Das heißt, ich wäre froh, wenn das Verfahren rasch auch dann irgendwann einmal zum Abschluss kommt, damit man dieses Kapitel abhaken kann und damit auch der Steuerzahler natürlich entsprechend schadlos gehalten wird und auch die Partei. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Sowohl der Wahlkampf in der Steiermark, die Wahlen als solches 2024 und vor allem auch diese Finanzaffäre, wie Sie gesagt haben, die noch nicht ganz erledigt ist. Ich danke vielmals für dieses Gespräch und ich denke, wir werden uns noch das eine oder andere Mal wiedersehen bis zu den nächsten Landtagswahlen in der Steiermark, die, wie Sie sagen, im November 2024 stattfinden werden. Danke vielmals. Ich bedanke mich auch.